Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Im letzten Part haben wir zum ersten Mal den dritten Boss gesehen, nämlich Ponce de Leon, oder wie er sich nennt, ein aggressiver Feuerball, der mich recht schnell in die ewigen Jagdgründe geschickt hat. Heute wird er liegen. Okay, das ist ein bisschen optimistisch. Aber ja, was euch wahrscheinlich auffällt, ich bin Level 70, ja. Sir Sorioko hat Blähung diesmal. The Pain. Was euch aufgefallen ist, ja, ich habe zwei Runs einfach nur kurz ausprobiert, bin schnell zum Boss gerusht, um ihn ein bisschen genauer anzusehen. Ich habe nicht wirklich viel gemacht, habe da auf dem Weg auch gar nicht viele Gegner getötet oder so. Ich habe einfach nur kurz geguckt, was der Boss macht, deswegen sind wir jetzt... Das heißt, zwei Tote müsst ihr jetzt noch mit einbeziehen von zwei Chars, oder waren es drei? Ich glaube, drei Chars sind gestorben, aber wie gesagt, das war das gleiche Schloss. Wir haben nichts Neues gemacht. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein bisschen das Life abgegradet, ich habe ein bisschen meine Arme abgegradet und ich habe mir ein bisschen Mana gekauft. Und ja, was habe ich noch gemacht? Die Runen sind so wie bisher und die Ausrüstung auch, ja. Sir Sorioko hat Blähungen. Aber mit Sir Sorioko bin ich bisher immer ganz gut weitergekommen, ne? Deswegen, Sharon, hier hast du deine 20 Gold. Nee, nur 18 diesmal. Ja, mit 18 Gold kannst du zumindest besaufen gehen vielleicht, weil dein Leben so scheiße ist. Ich weiß es nicht. Oh Gott, das irritiert immer so, das mit den Blähungen. Aber gut. So, zur Abwechslung heute mal wieder ein Paladin. Weil ich den ja schon lange nicht mehr gespielt habe und... Ja, ich muss... Ich stelle mir das gerade... Das irritiert ungemein. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ist gut, ist gut. Weil, ja, ich stelle mir diese Blockfähigkeit bei dem Boss vielleicht gar nicht so schlecht vor. Ich weiß ja nicht, ich glaube, den Charge kann man nicht blocken, oder? Das wäre es herauszufinden, das werden wir in diesem Part dann mal rausfinden, wenn ich es bis zum Boss schaffe. Sollte eigentlich kein Problem sein, denke ich. Und, aber ich glaube, dass wirklich für den Boss die beste Klasse entweder der Hokage ist, einfach wegen dem massiven Schadensoutput, den man ja da schnell braucht, oder halt der Assassin. Von wegen Stealth-Fähigkeit und so, ne? Ich denke, das ist da recht nützlich. Was man natürlich beachten muss, ich glaube, wenn ich das nächste Mal den Boss mache, werde ich keine Blutarmor anziehen. Einfach aus dem Grund, wir haben diesmal keine Ads bei dem Bossfight. Wir können uns nicht hochrecken an irgendwelchen Minimobs. Deswegen müssen wir gucken, dass wir da irgendwie versuchen, so viel Life wie möglich zu haben. Denn recken können wir da sowieso nicht. Das heißt, wir müssen natürlich mit Full Life da hinkommen. Was ist zur Hölle? So viele auf einmal. Wow, wow. Wir werden natürlich gucken, dass ich jetzt so weit es geht noch möglichst viel mitnehme aus dem Schloss. Und ja, was ich demnächst auf jeden Fall machen möchte, ist, mein Mana mehr abzugraden. Einfach aus dem Grund, gerade diese Stealth-Fähigkeiten und dieses ganze, auch diese Kurzstrecken-Teleport-Fähigkeit sind einfach sau nützlich für diesen Fight. Und ich stelle mir das wirklich sau praktisch vor. Und mit mehr Mana kann man das halt einfach benutzen. Momentan habe ich so wenig Mana, dass ich das gerade einmal benutzen kann. Und das ist irgendwie nicht so schön. So, ich überlege gerade, soll ich nochmal den Wald machen? Nee, ich will eigentlich mal... Ich will mal was herausfinden. Deswegen gehen wir auf jeden Fall zum Boss. Vielleicht können wir irgendwie den Raum vergasen mit unseren inneren Darmwinden. Vielleicht hilft es ja. Gut, das hört sich irgendwie falsch an, aber gut. So. Hüpp. Hüpp. Vor allem der Paladin macht eigentlich... Der Paladin ist irgendwie so eine Allround-Klasse irgendwie, ne? Macht gut Schaden. Macht, fängt nicht so viel. Hat relativ viel Life. Gut, wenn man die Blutarmor... Wenn man denn ausweichen könnte, dann wäre das so, ja. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt irgendwie noch... Oh, verdammt nochmal. Ja, genau. So ist das. Diese Geräusche entsprechen gerade der Qualität dieses Runs schon. Ja, das ist voll lustig, ich weiß. Ach. Gut, gut. 15 live. GG? Könnte man schon fast sagen? Das ist doch nicht so. Ich glaube, bisher komme ich irgendwie nur mit dem Hokage ordentlich klar, weil hier mache ich noch... Mit den anderen Klassen mache ich hier viel zu wenig Schaden. Das ist irgendwie... Das war jetzt gerade irgendwie nicht so erfolgreich. Ja, wir nehmen Lady Muni die dritte, die ihres Zeichens Hokage ist und Stereo Blind. Das ist nicht so schlimm. Aber ja, nehmen wir Lady Muni. Gold haben wir diesmal nicht so viel. Ein bisschen mehr Mana, wie gesagt. Gut, den Run vergessen wir mal schnell und machen schnell weiter. Ja. Hokage hat auch so wenig Leibe. Ah, es wird schon. Das Schwert fand ich war für die Bosse immer recht toller Spell, weil man es einfach irgendwo hinstellen kann. Die Bosse fliegen rein, wie so Elche. Das ist relativ praktisch. Okay, es ist ein Arschlochschloss. Kein Arschlochschloss, bitte. Okay. 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 Gut. So, da kann man runter. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Truhe, die ich nicht liegen lassen werde. So, da... Wie kommen wir denn da? Wie komme ich denn... Ah, hier runter wahrscheinlich, ne? Okay. Noch ein bisschen Gold, sehr schön. Nun die dritte inzwischen schon.
Ich erwarte viel von dir diesmal. Eigentlich nicht, nee. Ich bin ja auch... Bisher, also... Im Moment stelle ich mich wieder ziemlich unnötig an. Das ist irgendwie so... Das Problem ist einfach, wenn man das Spiel eine Zeit lang spielt, dann ist man wieder voll raus. Das ist... Bei anderen Spielen ist es anders, aber hier merke ich mittlerweile irgendwie... Wenn ich das eine Zeit lang spiele, dann bin ich wieder total mal rumgimpen. Das ist grausam. So, ich möchte eigentlich jetzt schnell nach oben. Und den Boss nochmal testen, weil ohne testen wird das ja nichts. So, wo ist der Weg nach oben? Zombie, nein. 115 Schaden, das ist echt, so kann man nämlich, so kommt man durch Mana recht gut durch, weil man einfach die Gegner one-hittet. Wenn man die Gegner nicht one-hittet, dann schießen sie einem einfach übelst die Fresse zu mit irgendwelchem Scheißzeug. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Und, ja, ich überlege gerade echt mal so ein paar Farmruns aufzunehmen, nicht aufzunehmen, sondern einfach mal offscreen zu machen. Ein bisschen konzentrierte Farmruns, mal schauen. Okay, au, das war nicht so schön. Das auch nicht. Und schon wieder. So richtig schön. Oh nein, jetzt habe ich den Geldsack liegen lassen. Ja, mir bedeutet das Geld halt nichts. Ne? Ich brauche das nicht. Ganz einfach. Ich bin ja nicht geldgierig oder so. Ich habe das nicht nötig. Ich mache das hier für die Ehre. Au. Nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist das auch... Ich könnte mir gut vorstellen, dass die gesamte Familie, die hier diesen Auftrag hat, das Schloss zu bereinigen, dass die wahrscheinlich in ihrem Leben nichts anderes hinbekommen. Die können wahrscheinlich gar keinen anderen Job, sag ich mal, angehen, weil die einfach nicht intelligent genug dazu sind. Könnte durchaus sein, ne? Wahrscheinlich sind die nur gut dazu, um einfach alles Mögliche abzuschlachten und das ist einfach der Sinn des Lebens in diesem Fall. Müssen einfach... Oh, noch ein Journal Entry. Oh, ich finde die so unnötig irgendwie. Journal Entry nur... I remember being a famous adventurer. My martial powers surpassed all of my brothers. That I am sure of. While they spent their days buried in their bookish studies, I was out killing brigands and monsters. I always wondered why my father favored them over me. Isn't it always the opposite in fairy tales? Fortune favors the bold, not the insipid intellectual or something like that. Man, I would love to see my brothers try out, sink my sword in death. Ach, ich weiß nicht. Es ist ja ganz lustig, die mal zu lesen, aber ich finde die so... Das ist so unnötig, so nach dem Motto, wir brauchen unbedingt Story in diesem Spiel. Ja. Also, irgendwie... Ich glaube, ich wollte, dass ich die noch lese. Oder ich werde die demnächst mir einfach angucken und ihr könnt euch die dann bloß durchlesen, wenn ihr wollt. Das interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Ich möchte... Das Spiel braucht keine Story. Das Spiel braucht einfach nur, wir metzeln Gegner nieder und freuen uns dann. Das ist der einzige Sinn dahinter. Genauso wie Mario keine Story braucht. Mario-Spiele hatten auch nie eine Story. Gut, außer die RPGs vielleicht, aber die normalen Spiele, die haben die Story Peach wohl entführt und fertig. Hat er sich jemals mal darüber beschwert, dass das die einzige Story im Spiel ist, dass Peach entführt wurde und wir sie retten müssen? Nein, weil das Gameplay einfach saugut ist. Dementsprechend brauchen wir das hier auch nicht. Okay, wir wollen auf jeden Fall wieder ganz schnell zum Boss, dass wir mit diesem Part noch schaffen. So, au. Genau, warum auch nicht. Ich wollte mit dem Gegner kuscheln, weil ich ja so wenig Liebe erfahre in letzter Zeit. Genau, deswegen muss ich das jetzt irgendwie kompensieren mit den Soldaten, mit den Rotkohl-Soldaten, weil ich ja sonst niemand anders hab. Ja, das ist total traurig. Aber gut, ich will meine persönlichen Probleme hier nicht loswerden. Das gehört nicht hierher. Wobei doch, ich bringe sie ja sowieso mit ein. Die Truhe öffnen, 130 Gold, 130 Gold. Wollen wir da lang? Nein, wollen wir nicht lang. Wir wollen zum Boss. Irgendwie ganz schnell zum Boss. Und den dann so schnell wie möglich töten, damit wir... Oh, 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 oh. Ich dachte, es reicht, es geht sich aus. Oh, 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 nein, nein, nein. Nimm deinen Rotkohl weg. Tu ihn. Das ist... Ich hasse es, wenn Leute mir ihr Essen aufzwingen wollen, ne? Aber das ist Mimik eingesperrt. Wenn ich denn, ich möchte bitte selber entscheiden, was ich esse. Auch wenn ich ungesund lebe, so ist es halt. Ihr müsst mir euren Rotkohl nicht ins Face drücken. Das ist mir relativ egal. So, na, jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Wir wollen es irgendwie... Ja, danke. Danke, dass ich mich darauf vorbereiten konnte, Spiel. Ich liebe dich. So, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Ja, dann müssen wir ja nach links. Seht ihr, gibt es ja wohl keine andere Möglichkeit, so wie es aussieht. Oh! Ja. Upp. Okay, 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 alles gut. So, hier nach oben. Noch ein lustiger Rotkohl-Soldat. Ich meine, ich bin ja auch letztes Mal von einem Rotkohl gestorben, ne? Gab es sowas wirklich schon mal? Höchstens in China wahrscheinlich, weil da explodieren wahrscheinlich auch Rotkohle. Dementsprechend, au.
Nicht gut. Nicht gut. Oh, die sind harmlos, das ist schön. Die geben mal richtig schön viel Life. Das ist schön, dass sie hier so harmlose... Ah ja, du bist böse, das sehe ich doch. Gut. Das finde ich schön, dass sie hier so harmlose Gegner eingebaut haben, einfach nur um das Life zu recken. Take no damage. Das scheint mir nicht so schwer zu sein. Hätte ich nicht sagen dürfen. Dadurch wird es jetzt wahrscheinlich, okay. Ach, fuck. So viel Darts. Und wie viel Schaden das Ding macht, ey. 47. Okay. Ja, da kann ich jetzt leider auch nicht reingehen, weil mit so wenig Life niemals Constellion mich einmal kurz auspusten und ich bin tot. Guardian Helm. Das hört sich nach einem Helm an, der viel Life gibt. Weiß nicht, Guardian, das hat so ein bisschen was von der Tankklasse. Oh nein, danke. Irgendwo, irgendwie live. Schon wieder ein Journal Entry, okay. Journal Entry 16. What if years have passed since I first entered these walls? It is true that I am becoming more proficient in clearing monsters, but it feels like an age has passed. I have even forgotten what my own kin look like. What if they think I have failed? What if one of my brothers has beaten me to the cure? And what if I mistook them for a monster? Ja, dann ist das halt einfach Pech. Das ist Berufsrisiko, ganz einfach. So. Wir wollen... Den hatten wir doch schon gelesen, oder? Ne, 17 haben wir auch noch nicht gelesen. I must be going insane, I stumbled across a carnival inside this castle, complete with a sad clown and everything. He's sort of an ass, but I guess you can't be picky with your friends in a place like this. I'm getting hungry again. Good thing I topped up on a chicken leg. I found these in a chandelier. This castle is sometimes I wonder if it's all just a big joke. Ja, das frage ich mich auch ziemlich oft. Stuhl? Ne. Kein Sitzfleisch für uns. Komm mal her. Komm mal her, ich brauche dein Life. Komm doch mal her. Komm. Komm, komm, komm. Sie wollen nicht. Take no damage. Das erscheint mir doch recht leicht. Das habe ich eben auch gesagt. Hüpp. Ist aber leicht. Ja, ja, das ist einfach. Oh, hier ein bisschen aufpassen. Da haben wir die Haste. Das Problem ist es, wieder nach unten zu kommen. Naja, ein bisschen vorsichtiger. Okay, okay. Müssen wir noch auf die andere Seite irgendwie. Moment. Ich muss gerade mal was testen. Okay, komme ich da einfach so... Ja, das klappt so, alles klar. Ich brauche Life, Leute. Ich brauche irgendwie Life. Irgendwie ganz schnell. Ganz schnell. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Ja. Du bist genau richtig. Dankeschön. Immer noch 80. Da fehlt noch ein ganzes Stück. Da ein bisschen aufpassen. Erstmal das böse Bild. Gut. Dann die böse Kan... Wow. Was macht ihr denn da oben? Ach, das ist nur einer. Okay. Och, wie unnötig! Wie unnötig! So verdammt unnötig! Das ganze Life, was ich mir eben erarbeitet habe, wieder weg. Ey, das ist... Oh. Manchmal regt es einen echt auf. Ich brauche mehr Armor. Ich werd das ganze Geld demnächst in Armor investieren. Noch ein Journal Entry. Nummer 18. I have bested the beast of the tower, and once again I could feel the throne room give up some of its power. The rush I feel from this victory is intoxicating. Never have I felt so confident, so powerful, so at home. Just a little further and I will be able to earn my reward. I'm so close, I will make my father proud. Ist das so? Ich glaube nicht. Im Moment ist mein... Müsste mein... Ja, ja. Ja, ja. Okay. Hahaha. So ist das nämlich. Okay. Ich habe das Gefühl, dass sie mich one-hitten, wenn die mich treffen. Au, aber fast. Ja, das kann ich eigentlich schon knicken irgendwie. Ich komme niemals wieder aufs Full Life in diesem Run. Okay. Okay, gut. Zumindest habe ich einigermaßen viel Gold bekommen in diesem Run, deswegen kann ich es einigermaßen rechtfertigen. So, da noch ein bisschen Gold. Sehr gut. Das nehmen wir natürlich noch mit. Die Truhe da oben möchten wir auf jeden Fall noch haben. Hör auf, mich mit Bohnen zu beschmeißen. Wie die mir alle ihr gesundes Essen aufzwingen wollen, ne? Das finde ich irgendwie gar nicht okay. So, 5000 Gold, na immerhin. Und wir leben noch. Und wir haben irgendwie 5 unnötige Tagebücher gelesen. Großartig, was ist denn hier? Ein unnötiger Raum. Tja, ich könnte theoretisch nochmal... Moment, mein Bossraum ist doch ein Teleporter. Ich werde mich zurückteleportieren und nochmal kurz zurückgehen und da noch ein bisschen was machen. Okay, Moment, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Genau, so. Weil, okay. Weil ich möchte wirklich nicht ohne Full Life da rein, das bringt einfach nichts. So, du einmal, du gibst mir Life, das finde ich sehr nett von dir. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich keinen großen Helden spielen muss. Ich glaube, das wäre hier auch nochmal richtig problematisch. Oh, okay. Gut. Noch ein bisschen Geld.
sehr schön, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr reichen wird bis zum Boss mit dem Full Life. Gut, dann machen wir nochmal so einen guten 10.000er Run. Schadet ja auch nicht. Take no damage. Das erscheint mir doch machbar. Okay. 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 Gut. So, da haben wir die Vampire Rune für das Cape. Die haben wir noch nicht gehabt. Ach, den ganzen Weg wieder zurück. Und da haben wir es auch schon. Gut. Gut, gut. Haben wir wieder einiges an neuen Zeug dazu bekommen. Oh, nein. Will ich da eigentlich hoch? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das nicht machen sollte. Ich mache es trotzdem. Okay. Einfach schnell mal in die Kuhlen rein. In die Nischen. So. Vielleicht ist ja noch Chicken hier oder so. Zumindest ist da eine... Oh. Oh. Gut. Ah, sehr schön. Chicken. Das freut das Herz. Und darüber, dann holen wir noch... Und nochmal Chicken, das hat sich ja gelohnt. Zack, noch ein bisschen Gold. Das ist doch ein ganz passabler Run, ernsthaft. Ist doch besser als gedacht. So, die mal kurz abwarten. Und, Moment, wo ist noch eine Truhe? Im Raum oben ist noch eine Truhe. Das ist recht gefährlich hier. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Überhaupt. Ich wusste, dass der Raum mir den Tod bringt. Ich wusste es. Und trotzdem musste ich reingehen. Warum musste das sein? Sagt mir das. Warum musste ich das erzwingen? Naja, macht nichts. Im nächsten Part dann. Bis dahin.